Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video zum Thema Smart Home. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Blockly in IO Broker importiert. Ich hatte damit am Anfang so richtig meine Schwierigkeiten. Ich war froh, dass ich ja, IO Broker auf dem Raspberry zum Laufen bekommen habe. Hatte mir etliche Videos hier angeschaut, was ich machen muss, was ist alles möglich und ja, dachte, okay, Blockly importieren. Und alles ist gut. Aber dem war leider nicht so. Man muss ja noch ein paar Einstellungen machen. Das heißt, die Variablen müssen abgeändert werden. Man muss noch ein paar Variablen erstellen. Und ja, damit hatte ich am Anfang so meine Schwierigkeiten. Und ich denke, einige von euch, wenn sie gerade komplett neu damit anfangen, werden damit auch so ihre Schwierigkeiten haben. Deswegen dachte ich mir, erzähle ich mal von diesen einfachsten der einfachen Dinge. Und hoffe, damit helfen zu können. So, als allererstes, ihr habt ja von irgendwo ein Blockly, vielleicht habt ihr meins und wollt das importieren. Dann geht ihr folgendermaßen vor. Zuerst mal das Skript, das euch zur Verfügung gestellt wurde, müsst ihr kopieren. Erstellt ein neues Skript. Das heißt, ihr geht hier drauf und auf ein neues Skript erstellen. Dann wählt ihr aus Blockly, vergebt dem Skript einen Namen. Ich nenne es jetzt mal Briefkasten und speichere das schon mal. So, das Blockly läuft noch nicht, es ist noch nicht auf Play gedrückt. Dann geht ihr hier hin auf Block importieren, fügt den Code ein. Und siehe da, da ist euer importiertes Blockly. So wie ihr hier seht, haben die Objekte oder Variable alle ganz komischen Namen. Das deutet darauf hin, dass ihr diese Variablen, dass diese bei euch nicht verfügbar sind und dass diese erstellt werden, beziehungsweise euch fehlen die Geräte, die diese Variablen haben. Bei mir sieht es der gleiche Block noch mal so aus, speichern wir. Das heißt, hier heißt es Briefkasten ist opened oder Briefkasten wurde geöffnet und bei dem importierten Teil steht dann so ein Zeugs drin, JavaScript 0, Briefkasten, bla bla bla. So, das bedeutet, hier fehlt euch etwas. Euch fehlen hier die Variablen. Ihr müsst natürlich die Geräte, die derjenige, der das Skript gebaut hat, müsst ihr die auch haben. Also ihr müsst die auch haben. Ansonsten müsst ihr zu viel umbauen. Das heißt, wenn ihr dieses Briefkastenbenachrichtigungssystem habt, dann müsst ihr unbedingt eine Gateway haben und ihr müsst so einen Fensterkontaktschalter haben. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. So, gehen wir mal davon aus, ihr habt das Ganze, dann müsst ihr Folgendes machen. Ihr klickt jetzt hier drauf. Ja, parallel dazu habt ihr eventuell noch das andere Video oder den Screenshot von dem anderen Block offen, damit ihr sehen könnt, was hier eigentlich drin war. Hier sieht man, es war ein Magnet. So viele Magneten wird es nicht geben. Also gehen wir davon aus, dass es der Magnet vom Briefkasten ist. Gehen wir hier hin, suchen uns den Magneten aus. Bei der Xiaomi Gateway ist er halt hier drin, bei Mi Home Device. Und dann suchen wir uns den Magneten aus. Ich habe meinen Magneten schon Briefkasten genannt, deswegen weiß ich, dass es der hier ist mit diesem Code. Wenn ihr nur einen Magnet habt, dann wird hier nur ein Magnet sein. Und ja, dann wählt ihr euch hier das aus und dann steht hier auf einmal Briefkasten ist open. Briefkasten ist open steht deswegen hier. Normalerweise steht das hier nur ist opened, aber ich habe die Variable umbenannt und habe sie in Briefkasten ist opened benannt. So, weiter geht's. Hier gibt es nichts um zu ändern, das passt alles soweit. Jetzt ist hier aber noch ein Fehler und zwar am Gateway des MID, also der Ton fehlt. Also gehen wir hier zum Gateway
suchen hier das mit aus. Das ist der hier, klicken drauf, das ist die Music ID, auswählen und siehe da, jetzt steht hier Music ID und 10. Als nächstes, Briefkasten wurde geöffnet, JavaScript, das ist eine Variable, die ihr selber erstellen müsst. Das heißt, hier speichern wir mal und erstellen uns eine neue Variable in Blockly. Dazu gehen wir auf Objekte, gehen in den JavaScript-Ordner rein und erstellen zuerst mal eine neue Variable bzw. einen Ordner. Den nennen wir jetzt einfach mal Briefkasten, aber unterstrich 2, weil einen Briefkasten habe ich schon. Datenpunkt kann bleiben und Logikwert kann auch bleiben. Drücken auf Hinzufügen. Dann geht ein neues Fenster auf. Das können wir auch alles so lassen, wie es ist. Und klicken auf Abbrechen. So, jetzt ist hier unser Briefkasten 2 aufgetaucht. Das ist noch kein Ordner, aber wenn ihr jetzt eine neue Datei darin erstellt, das heißt, ihr klickt da drauf, wieder auf das Plus und erstellt hier Briefkasten wurde geöffnet. Sicherheitshalber mache ich hier auch mal 2, damit ich es besser unterscheiden kann. So, das habt ihr erstellt. Das ist ein Datenpunkt, ein Logikwert, weil es geht ja nur darum, ob er 0 oder 1 ist. Hinzufügen, wieder auf Abbrechen und siehe da, das weiße Blatt hat sich zu einem Ordnersymbol geändert und hier drin ist jetzt eine Variable, die so heißt, wie wir sie gerade benannt haben. Wunderbar, wechseln wir wieder in unser Skript. Dort suchen wir wieder unser Testskript aus, unser Briefkasten, wo ist denn das hier? So, gehen hier hin. Das müssen wir jetzt ändern. Suchen hier unsere Variable aus. Briefkasten 2 in diesem Fall und auswählen. So, das wurde jetzt hier wieder geändert. Das hier kann so bleiben. Das ist ja nur ein, ja, ein Hinweis. Jetzt fehlt hier aber wieder etwas von der Gateway und zwar das RGB. So, also klicken wir dahin, RGB, gehen wieder auf die Gateway drauf und wählen hier unseren RGB. So, und als nächstes fehlt hier der Dimmer. Machen wir den Dimmer rein. Wunderbar, Dimmer ist drin. Und als nächstes Gateway on. So, Gateway on hört sich gut an. Was kann das sein? Gehen wir hier rein wieder und sieh da Gateway on. Entschuldigung. So. Das war unser Licht, also das Gateway on. Und hier fehlt schon wieder etwas. Briefkasten wurde geöffnet. Das müssen wir wieder eintragen. Briefkasten, Briefkasten 2 und Briefkasten wurde geöffnet. Auswählen. So, passt. Weiter hier wieder Gateway on. Das heißt, hier wählen wir wieder unsere Cloud aus. On. So. Und Briefkasten wurde geöffnet, weil es so schön war, nochmal. Und hier auch nochmal. Und jetzt fehlt uns das hier noch, Briefkasten zurückgesetzt. Also wieder speichern, weil wir müssen wieder die Seite wechseln, gehen wieder auf Objekte. Erstellen wieder eine neue Variable, das heißt, wir klicken wieder auf den Ordner, Briefkasten, auf das Pluszeichen, geben den Variablennamen ein, Datenpunkt, Logikwert hinzufügen, wieder abbrechen, die Variable ist da, wir wechseln zurück in unser Skript. Tra
sagen, hier Briefkasten zurücksetzen ein. So, eigentlich wollte ich das Briefkasten zurücksetzen 2 benennen, ist aber jetzt nicht schlimm. So. So, und siehe da, wir sind fertig. Nochmal speichern, sicherheitshalber. Und das Programm ist fertig, beziehungsweise das Skript ist fertig. Wir haben alle Variablen umbenannt, die wir umbenennen wollten. Hier bei dem Telegram müsst ihr gucken, ob da, wenn ihr Telegram überhaupt benutzt, wenn ihr es nicht benutzt, entfällt das eh. Aber ansonsten haben wir alles eingefügt. So, das war es im Endeffekt schon. Wenn das fertig ist, könnt ihr auf Play drücken und das Skript beginnt zu laufen und ihr könnt es testen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Falls es so war, hinterlasst doch bitte ein Like und abonniert am besten gleich noch meinen Kanal. Ich werde in Zukunft weitere Videos hochladen zum Thema IO Broker, Smart Home und was alles dazu gehört. Bis dahin, macht's gut.